Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox, und heute sind wir im Diamond Tycoon drin. Dieser wurde erstellt von Kerim1991. Und ja, den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und wir gucken uns das Ganze mal an. Wir gehen erstmal hier unseren Tycoon claimen und ich will hoffen, dass es nicht so anfängt, so wie es hier jedes Mal anfängt. Nein, sehr schön. Droppen da zwei raus? Aha. Also was ich damit meine, dass es so anfängt, wie es sonst immer anfängt. Ich dachte, das ist jetzt wieder das ganz normale Standard-Roblox-Tycoon-Kit. Und aus diesem Grund, ja, habe ich es mal erwähnt. Aber es ist definitiv nicht der Standard-Roblox-Tycoon-Kit? Was rede ich denn da? Ich meine natürlich das Zedinovs-Tycoon-Kit. Wo können wir denn hier unser Geld collecten? Ah, hier. Ah, cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Diamanten sehen auch schön aus. Sehr, sehr gut. Also, ich bin mal gespannt, ob es wirklich auch den Namen entsprechend so ist. Oh, wir haben direkt zwei Stück gekauft. Ein Diamond Tycoon. Cool hätte ich es gefunden, aber vielleicht kommt das ja noch, wenn hier Diamonds rauskommen würden, anstatt die Parts. Also, dass es wirklich Meshes sind. Diamond Meshes. Würde ich schon feiern. Was mir ein bisschen fehlt in der Map, muss ich sagen, sind Berge im Hintergrund und ein paar Bäumchen, die hier vielleicht wachsen, weil nur die Straßenlaternen und der eine Brunnen in der Mitte finde ich jetzt nicht so toll oder nicht so schön. Aber es ist weiterhin ausbaufähig und das kann man natürlich auch machen. Also es ist überhaupt kein Problem. Was gibt es hier für Gamepässe? Es gibt VIP, zweimal Cash, Autocollect und Premium Dropper. Aber kriegt man den Premium Dropper nicht eigentlich dann umsonst, wenn man Premium hat? Vielleicht kriegen wir den ja auch umsonst. Wir gucken mal. Nee, er kostet wirklich 120 Robux. Finde ich ein bisschen schade. Weil als Premium-Spieler könnte man das doch schon machen, dass man halt einen Premium-Dropper bekommt. Wäre mal eine Alternative und so zieht man auch ein paar Premium-Spieler an. Wir haben hier einen Deutsch. Ach nee, das ist der. Okay, der ist wirklich. Pass auf, jetzt gehe ich hier zu den Dummies und ich wette, ich kann die damit umbringen. Oder? Nee, oh, wir fliegen aber schön. Hui! Naja, ich dachte, man kann die umbringen, aber es geht doch nicht. Geht das vielleicht mit dem Schwert? Nee, nee. Ist super gemacht. Also, dass man die schon mal nicht umbringen kann, schon mal ein 1 plus mit Sternchen. Wir gehen uns noch mal ein bisschen Geld abholen. Oh, wir sind schon bei 7000. Dann kaufen wir uns da hinten einen Mega-Dropper. Ja, der Mega-Dropper sieht genauso aus wie die anderen Dropper. Aber es ist okay. Ich dachte, da kommt jetzt ein etwas größerer Dropper. Dann kaufen wir den nächsten Conveyor. Conveyor? 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 Ihr wisst schon, was ich meine. Dann kaufen wir uns hier noch den Dropper und dann kaufen wir uns hier nochmal einen Upgrader. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Geld. Wir kaufen uns nochmal eine Flower-Vase, damit das hier ein bisschen schöner aussieht. Och, da ist die Toolbox. Eieieiei. Da ist die Toolbox. Ich wette, ich finde die. Soll ich mal in der Toolbox rumstöbern, ob ich die finde? Eieiei. Schon gefunden. Das ging sehr schnell. Also, ich habe nur Flower gesucht und dann war die direkt hier. Es ist okay, wenn man einen Teil vielleicht mal nutzt, aber man sollte nicht zu viel nutzen. Aus der Toolbox. So, da kaufen wir mal die Walls. Oh, ich kann gar nicht rausgucken. Ich kann einfach nicht rausgucken. Ach Mensch, die Wand ist doch viel zu groß. Was ist das hier? Habe ich jetzt gerade leider nicht lesen können. Ist das hier die Owner Door? Nee. Ich dachte, das wäre die Owner Door. Okay. Kaufen wir uns hier mal einen Metalldetektor. Die Owner Door. Da muss ich jetzt sagen, ist es perfekt, dass die Owner Door da ist, weil wir haben natürlich auch Waffen. Aber ich glaube, mit dieser Waffe hier konnte man sich auch durch Wände durchglitschen, weil man halt diesen Speedboost bekommt. Also wir kaufen hier nochmal die Upgrader durch. Oder besser gesagt auch die Dropper. Ja, man hätte noch hier einen hinpacken können, ne? Also hier hätte noch ein Dropper hingepasst und noch ein Upgrader. Oh, das sieht aber cool aus. Mit den Farben. Wenn die durch einen Upgrader laufen, finde ich nice. Finde ich nice. Es kann natürlich auch sein. Ja, okay, es hat nichts mit dem Upgrade zu tun, sondern eher mit dem, dass da einfach ein Timer drauf ist, der dann in diesem und diesem Rhythmus dann jedes Mal anfängt zu blinken. Finde ich aber nice. Sind wir auch vor Regen geschützt? Das ist ja auch schon mal was. Und da haben wir schon wieder 35.000. Wir kaufen mal hier das Objekt. Ach, da sind Diamanten drin. Ah. Huch. Hallo. Grüß dich, bist du Wachpersonal? Kommst du dir so bekannt vor? Könntest auch mein Bruder sein. Ich glaube, der ist vom Wachpersonal. Ich glaube, der passt da ein bisschen auf. Ich habe leider zu schnell gekauft, um zu sehen, was da stand. Stairs haben wir hier. Und hier haben wir noch ein Diamond Safe. Aha. Da hat sich gerade ein Diamond drin bewegt. Ich meine, da hatte sich gerade ein Diamond drin bewegt. Also, da ist was dann nicht geankert da drin. So, hier haben wir auch noch Conveyor. Oh Gott. Aber da kaufen wir jetzt auch alles auf. Also, wir kriegen gut Geld. Wir brauchen eigentlich so gut wie gar keinen Game Pass. Aber da ich ja immer unterstütze mit Robux, kaufe ich natürlich auch nachher noch einen Game Pass.
Aber das mache ich dann immer zum Schluss des Videos. Es sei denn, es geht halt nicht schnell voran. Dann mache ich das sofort. Kaufen wir noch hier die Lichter. Oh, die Lichter gefallen mir. Ja, ja. Ich finde es aber halt manchmal ein bisschen schade bei Roblox, dass hier so harte Schatten entstehen. Aber dafür können halt die Entwickler nichts. Das liegt halt an Roblox. Roblox müsste da mal was ändern, irgendwie, dass die, sobald man irgendwie Licht hinzufügt, dass die Schatten außen irgendwie deaktiviert werden. Ich weiß halt nicht, ob das möglich ist. Ich denke mal schon. Aber Roblox macht es momentan nicht, nee. Wir gehen mal auf die zweite Etage und gucken mal, was wir da kaufen können. Also hier können wir Boxen kaufen, da können wir eine Wall kaufen, da können wir einen Conveyor kaufen. Okay. Aha. Aha. Da hat sich jemand mein Blender-Tutorial angeguckt. Ich glaube ja. Ich glaube, der Kerim hat sich mein Blender-Tutorial angeschaut. Sehr, sehr schön. Oh, er kontrolliert Diamanten, aber das finde ich nice. Aber die Tag-Zeit-Spanne hier ist auch sehr hoch gesetzt. Nee, was ich sagen wollte, das finde ich nice, weil er hat hier auch einen Tisch gemacht mit einem Dropper, dass jedes Mal da Diamanten rausdroppen und dass dann ein Mesh-Pad jetzt entstanden ist. Also heißt, dass er mit Mesh gearbeitet hat. Finde ich sehr, sehr cool. So, wir gehen mal eben nach unten. Was ich auch noch ansprechen muss, falls ihr selber Spiele habt, die ihr einsenden möchtet, unten in der Videobeschreibung findet ihr meinen Link zu meinem Discord. Und dort könnt ihr dann unter dem Reiter eure Games Spiele einsenden, falls ihr das machen möchtet. Und dann teste ich die. Natürlich dauert es momentan ein bisschen länger, das alle Spiele mal durchzugehen. Vielleicht werde ich auch mal eine komplette Woche alle Spiele durchgehen und dann wirklich pro Tag 2 Videos raushauen und das für eine Woche lang. Weiß ich aber nicht, ob das so perfekt ist, weil ich habe eigentlich meinen Rhythmus gefunden. Das bedeutet wirklich, dass ich pro Woche immer nur montags, mittwochs und freitags immer ein Video mache, um das dann einfach online zu stellen. Ja. So, das hier finde ich halt super, dass hier ein Tisch mal anders aussieht. Aber die Lampe hier, ich will jetzt nicht wetten. Was soll man wetten? Die Lupe. Sollen wir wetten? Sollen wir wetten? Die Lampe habe ich jetzt gerade nicht in der Toolbox gefunden, aber natürlich habe ich die Lupe gefunden in der Toolbox. Ist es jetzt so schlimm? Nein, ist es auch nicht. Aber ich werde... Dank diesem Spiel werde ich wieder neue Kriterien hinzufügen. Genau das werde ich machen. Und zwar, die Kriterien werden jetzt so ablaufen. Also ich habe jetzt wirklich die Idee. Ich mache das jetzt ganz einfach. Sollte jemand nochmal Toolbox nutzen, egal inwiefern, weil ich sage immer, Leute, strengt euch an, jeder kann mit Blender umgehen. Jeder kann das. Sobald man sich ein Tutorial anguckt, lernt man es ganz, 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 ganz schnell. Und wer sagt, ey, ich kann das nicht, dann kannst du es nicht, dann solltest du am besten auch keine Spiele machen. So hart, wie es klingt. Aber ich bin der Meinung, wenn man halt Spiele machen möchte, sollte man auch mit Bearbeitungsprogrammen umgehen können. Und dazu zählt halt auch Blender. Und Blender ist komplett kostenlos, jeder kann sich das runterladen. Ihr findet den Link zu Blender auch nochmal unten in der Videobeschreibung, das machen wir einfach so jetzt. Ihr könnt es dann einfach ausprobieren. Weil Blender bietet halt Möglichkeiten, auch Diamanten zu erstellen. Man findet sehr, sehr viele Tutorials dazu, auch auf YouTube. Dann macht diese Diamanten auch auf in Blender. Nicht auf Blender, sondern im Blender. So wie das andere Zeugs alles. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wer kein einziges Mal hier in seinem Spiel Toolbox-Sachen nutzt, da kaufe ich alle Gamepässe. Alle. Es gibt natürlich eine Preisspanne. Ich sage jetzt mal so von... 50 Robux bis 250 Robux ist alles dabei, dann kaufe ich alle Sachen, wenn man nichts aus der Toolbox nutzt. Und das mache ich ab jetzt, um euch einfach zu motivieren, dass ihr auch was in euren Spielen selber baut. Das ist jetzt eine Ansage von mir an euch. Klingt hart, aber es muss endlich mal was passieren, damit die Leute mal verstehen, ey, nutzt nicht die Toolbox, macht es bloß nicht. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr selber alles erstellen könnt. Das ist nur so eine Sache von mir, die ich jetzt wirklich mal ansprechen muss. Bitteschön. Und wer mit einem Kommentar kommt, ja, aber dafür ist doch die Toolbox da, dass man sich Sachen rausnehmen kann. Falsch. Die Toolbox ist nicht da, um sich Sachen rauszunehmen, weil in der Toolbox könnten auch geklaute Items drin sein, die von anderen Spielen kommen. Und dann kann der Developer, der das Spiel gemacht hat, mal eben euer Spiel ganz schnell downnehmen. Und das wollt ihr, glaube ich, eher nicht. Also eher die Finger weg von Roblox.
Von der Toolbox, nicht von Roblox. Roblox sollte ja was machen. Aber Finger weg von der Toolbox und vor allem von gewissen Items. Es ist nur ein Tipp von mir. Ihr könnt natürlich tun und lassen, was ihr möchtet. Aber ich habe auch letztens schon gesagt, wenn es ein bisschen zu sehr nach Zedinovs Tycoon Kit aussieht, werde ich es nicht mehr bewerten. Ganz einfach. Was ich halt wieder cool finde, sind das hier auch wieder... Oder... Was ich cool finde, ist, dass hier Tische sind wieder. Tische, die halt ein Dropper darstellen sollen. Und das finde ich mega nice. Natürlich, es sind jetzt schon wieder genau die gleichen Tische wie auf der anderen Seite. Und man könnte die ein bisschen mehr befüllen, finde ich. Man könnte da ein paar Diamanten draufpacken, so dass man auch sieht, ey, er kontrolliert da auch was. Weil ich sehe jetzt keinen hier in der Hand oder allgemein hier unter dem, wie hieß er nochmal, unter der Lupe, genau. Würde ich vielleicht noch so machen. Und es soll nie böse von mir gemeint sein, wenn ich sowas erwähne. Weil ich glaube, viele denken das immer, dass ich das böse meine. Nein, ich möchte einfach nur, dass aus euch... irgendwann vielleicht mal gute Developer werden, die ihre Spiele, wo sie sagen können, ey, ich habe alles selber gebaut, es ist alles von mir und ich bin stolz darauf, dass ich sowas präsentieren kann. Und das denke ich mir zum Beispiel jedes Mal aufs Neue überlege ich mir, ey, ich habe doch dieses Spiel gemacht, ich bin stolz darauf. Selbst meine Map, die ich vor 2 Jahren oder anderthalb Jahren, sagen wir es jetzt anderthalb Jahren ungefähr, habe ich eine Map gebaut für jemanden und diese habe ich an ihm verkauft. Er hat mir noch nicht den vollen Preis gegeben für diese Map und ich wollte dafür auch nicht viel haben. Das waren 4500 Robux, die ich halt haben möchte für diese Map. Und diese Person hat wahrscheinlich die Map weiterverbreitet, weil diese Map ist jetzt auch zu finden in der Toolbox. Das kann ich euch auch ganz kurz zeigen. Wenn ihr jetzt hier eingibt Simulator Map, ich lösche mal eben hier die Lupe raus und hier die Pflanze auch, dann findet ihr hier direkt... oben, das zweite, ist direkt meine Map, die ich damals gebaut hatte für jemanden. Die Map wurde ein bisschen umgeändert, die ist auch nicht mehr das Original. Und ja, aber es zeigt mir mal wieder, dass ich ja irgendwie was Gutes gemacht habe, sonst würde ja sowas nicht in der Toolbox existieren. Oh, warte mal, ihr seht das ja gerade gar nicht. Huch, ja, sonst würde sowas ja gar nicht in der Toolbox existieren. Hier fehlen halt noch ein paar Gebäude und alles rum und dran und das ist meine Map. Wie bin ich darauf gekommen, dass meine Map online ist? Durch einen YouTuber, der sich Rowbuilder nennt, weil er diese Map auf einmal ausgepackt hatte in seinem vorletzten Video. Ich weiß es jetzt gerade nicht, da ging es um Beast Swarm Simulator und direkt so in der ersten Minute oder sowas hat er die hier einfach mal aus der Toolbox genommen. Und da ist mir die Kinnlade runtergefallen, weil ich dachte so, hä? Was sucht denn meine Map in der Toolbox? Ich habe die nie online gestellt, sondern so ein Killer, bla bla bla. Killer Manjario hat das online gestellt. Die Person kenne ich nicht, mit der habe ich nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie die an diese Map gekommen ist. Na gut, weiter im Spiel, ne? Wir müssen ja mal hier fertig werden. Oh, warte mal, wir sind... erste? Nee, hä? So, das ist ein Balkon hier, oder? Hier gibt es nochmal eine Onador. Ah, ein Balkon. Aha, aha. Wir gucken uns nur mal eben ganz kurz den Aufbau der zweiten oder dritten Etage jetzt an. Wir holen uns nochmal ein bisschen Geld, weil wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen Geld. 300.000 müssen wir eigentlich schon weit mitkommen, ne? Würde ich schon sagen. Kaufen natürlich auch nochmal Lichter, damit hier unten alles schön erleuchtet. Und hier oben gibt es keine Buttons. Hä? Haben wir den jetzt durchgespielt? Oh, der hat ein bisschen meine Stimme versagt. Nee, haben wir den jetzt durchgespielt? Ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht. Haben wir den jetzt durchgespielt? Hä? Da oben fehlt doch noch die ganze Etage. Hm. Ja, keine Buttons mehr. Na gut, ich denke mal, wir kaufen uns mal hier diesen Premium-Dropper. Einmal auf Kaufen gehen und... oh, ich hänge mittendrin. Hä? Hm. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich finde es sehr gut und schön, dass man meine Videos guckt. Aber exakt diesen Dropper nachzubauen, also teilweise exakt, finde ich dann doch ein bisschen schwer. Ich finde es wirklich sehr, sehr schwer, dass man diesen Dropper komplett exakt nachbaut, den ich mir selber im Kopf ausgedacht habe. Ich habe dazu zwar ein Video gemacht, ist klar, aber ich glaube kaum, dass man das irgendwie machen sollte. Man sollte seine eigenen Inspirationen reinbringen, vor allem was einen Premium-Dropper angeht. Und ein Premium-Dropper ist für Premium-Spieler normalerweise und nicht für normale Leute. Das haben wir nämlich hier bei uns umgesetzt, dass das halt nur Premium-Spieler bekommen. Und dass er nicht kaufbar ist mit irgendwie einem Game Pass oder sonstiges. Nein, das kriegen Premium-Dropper. Premium-Leute. Und ich finde es wirklich ein bisschen schade gerade, dass ich das so sehen muss. Zumal, jetzt weiß ich auch, woher die Maschinen inspiriert wurden, die direkt vorne am Anfang sind. Diese hier. Und zwar aus meinem Spiel.
Inspiration darf man sich gerne nehmen oder holen. Deswegen kamen sie mir eben so bekannt vor. Ich wollte dazu aber nichts sagen. Aber dass man teilweise alles nachbaut, ist doch schon ein bisschen schwierig. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und man sollte sich selbst überlegen oder selber überlegen, was man da macht. Ja, finde ich ein bisschen schade, Kerim. Aber so ist das nun mal jetzt. Oh, müsst ihr euch selbst mal überlegen, wie ihr am besten solche Sachen baut. Selber Ideen im Kopf haben. Selber alles ideenmäßig umsetzen. Ich finde es auch cool, dass man oben die Tische gebaut hat. Aber jetzt weiß ich auch, wo da teilweise die Inspiration herkam. Die Inspiration kam nämlich auch von dem Spiel. Wenn ich jetzt mal auf die dritte Etage gehe, huch, da habe ich was verschoben. Hier sind Tische. Jedem das sein, jeder soll das machen, was er gerne machen möchte. Aber ich finde es wirklich schade, dass das unten der Premium Dropper 1:1 nachgebaut wurde. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade. Zumal er sieht ja nicht mal perfekt aus. Also man hätte jetzt nicht großartig diesen Dropper nachbauen müssen, weil er sah jetzt nicht gut aus. Naja, schade, schade, Marmelade. Aber ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung. Und damit bin ich raus. Bis demnächst, euer Xerox. Ciao, ciao.